Wir setzen nun das Kapitel Dokumentsprachen mit der Unit Cascading Style Sheets fort. Die Ziele von Cascading Style Sheets sind zum einen eine leistungsfähige Layout-Definition für HTML-Dokumente, aber auch eine Anpassung an verschiedene Ausgabegeräte und Medien sowie ein zentrales Layout-Management. Cascading Style Sheets ermöglichen für HTML-Dokumente eine Trennung zwischen Inhalt und Darstellung. Hier sehen Sie die CSS Design Principles zusammengefasst vom W3C. Neben den von mir genannten geht es auch noch um Pflegbarkeit, Wartbarkeit, Performance, Einfachheit und insbesondere Plattform- und Device-Unabhängigkeit. Wie zuvor bei HTML habe ich Ihnen einen Kompaktkurs zusammengestellt, der bei der Historie anfängt und alle Prinzipien, die zu CSS gehören und deren Anwendung vorstellt. Hierzu zählen insbesondere die Stylesheet-Selektoren und die Verarbeitungsstrategie. Die Entwicklung von CSS begann recht früh, fast parallel zu HTML. Es war also von vornherein möglich, Struktur und Inhalt mit Hilfe von CSS zu trennen. 1996 wurde die erste Level 1 Version als Recommendation verabschiedet. Und dann geschah lange nichts, denn die Qualität war schon recht gut. 2011 CSS Level 2, Revision 1 als Recommendation. Die CSS Level 2, Revision 2 ist noch immer nicht recommended bis heute. Einer der Gründe dafür ist, dass mit Cascading Style Sheets sehr viele Dinge gemacht werden. Hierzu gehören Media Queries, Selektoren, Grid Layout Technologien, Informationen zur Audioausgabe, User Interface, Box Model und so weiter. Es war zunehmend schwierig geworden, diese Entwicklung gleichmäßig in allen Dimensionen vorwärts zu treiben. Deswegen ist ab Level 3 eine andere Weiterentwicklung eingeführt worden. Sie geschieht nur noch in Form von Modulen. Das heißt, jede Dimension, jede der Bereiche, die ich eben genannt habe, ist für sich selbst verantwortlich, den nächsten Level zu erreichen. Bei der Entwicklung von Cascading Style Sheets spricht man von Leveln und nicht von Versionen. Man möchte damit ausdrücken, dass nicht ein vorheriger Level komplett ersetzt wird durch einen neuen, sondern dass die Feature eines höheren Levels eine Übermenge der Features eines niederen Levels darstellen müssen. Und das erlaubte Verhalten für Features in einem höheren Level muss präziser bzw. weniger tolerant als in einem niedrigeren Level sein. Weil die Weiterentwicklung für verschiedene Aspekte wie Media Queries, Selektoren und so weiter unterschiedlich schnell erfolgt, hat das W3C einen Weg vorgeschlagen, um klarzustellen, welche Module mit welchen Leveln zusammengehören. Das Prinzip heißt Snapshot. Ein Snapshot definiert, welche Elemente mit welchen Leveln zusammengehören. Hier sehen Sie das für den 2018er Snapshot. Das Wort Cascading in Cascading Style Sheets bezieht sich auf die kombinierte Anwendung von mehreren Style Sheets. Zum Rendern, zum Layouten eines Dokumentes werden in der Regel viele Style Sheets herangezogen. Und dabei kommt es zu Konflikten zwischen anwendbaren Layout-Vorgaben. Um diese Konflikte aufzulösen, analysiert man Ursprung, Gewicht und Spezialisierungsgrad der formulierten Regeln. So hat man einen eindeutigen Algorithmus, um die richtige Regel herauszusuchen. Cascading Style Sheets sind mittlerweile sehr mächtig geworden. Das betrifft ihre deklarative Ausdruckskraft. Das heißt,
die Möglichkeiten zur Beschreibung bestimmte Dinge zu machen, aber auch ihre algorithmische Ausdruckskraft. In vielen Bereichen haben sie JavaScript zurückgedrängt. Ich habe hier mal ein paar Demos herausgesucht, die diese Leistungsfähigkeit demonstrieren. Hier zum Beispiel ein Akkordeonmenü, das mit Cascading Style Sheets gemacht worden ist. Und hier ein Tetris, 2D und 3D, das mit CSS programmiert worden ist. Und schließlich hier noch eine Anwendung, um Präsentationen zu erzeugen. Den ersten Programmieraspekt, den wir jetzt mit Stylesheets betrachten, ist die Einbindung von Stylesheets. Das kann auf drei Arten geschehen. Durch eine Stylesheet-Deklaration in einer eigenen CSS-Datei, durch eine Stylesheet-Deklaration zentral im HTML-Dokument und durch eine Style-Attribut-Deklaration im Static einer Elementinstanz. Hier sehen Sie als erstes die Dateiversion. Die Datei steht hier. Und das Link-Element, das diese Verknüpfung herstellt, darf nur im Head-Element eines Dokuments verwendet werden. Hier drunter dann die Darstellung einer Stylesheet-Deklaration zentral im HTML-Dokument. Wiederum dieses Style-Element, was die ganze Stylesheet-Information beinhaltet, darf nur im Head-Element verwendet werden. Und schließlich die Style-Attribut-Deklaration. Sie haben hier das Attribut Style, das in dem H3-Tag hier vorkommt. Und geben als Wert des Attributs genau das an, was Sie vorher im Deklarationsteil, also hinter dem Selektor, der hier H3 ist, angegeben haben. Beachten Sie noch die Geltungsbereiche. Kommt die CSS-Information aus einer Datei, ist sie global für das HTML-Dokument. Das gleiche gilt für Stylesheet-Deklarationen, die im Head-Element gemacht werden. Der Geltungsbereich für Style-Attribut-Deklaration ist nur die Elementinstanz selbst, einschließlich ihrer geschachtelten Int-Elemente. Falls für ein Element zwei verschiedene Regeln vorliegen, eine aus einer globalen, eine aus einer lokalen Deklaration, so haben im Konfliktfall die lokalen Deklarationen Vorrang. Es wird empfohlen, Stylesheet-Deklarationen außerhalb des Dokumentes zu deklarieren. Weiterhin kann man im Media-Attribut des Link-Tags noch Medientypen spezifizieren. Also Bildschirm, Druckausgabe, Anhören, für Blinde, Handheld, Fernsehen, TTY. Und abhängig davon, hier sehen Sie die Spezifikation, kann ein spezielles Stylesheet angegeben werden. So gilt zum Beispiel Base CSS für alle Medientypen, Print CSS zusätzlich für den Medientyp Print und Screen 1a und Screen 1b beide für die Bildschirmausgabe. Als Alternative hierzu
entsprechend angemeldet, Screen 2. Alternative Stylesheets für den Medientyp Screen können meist im Browsermenü ausgewählt werden. Stylesheets sind Sammlungen von Layout-Regeln und eine Layout-Regel besteht aus einem Selektor und einer Deklaration. Der Selektor beschreibt, für welches Element oder welches Ding eine Deklaration gilt und die Deklaration beschreibt, was an Rendertechnologie anzuwenden ist. Besitzen verschiedene Elemente die gleiche Deklaration, dann kann man die Selektoren auch zusammenfassen, wie hier beschrieben. Das heißt, für H1 oder für H2 oder für Table gilt diese Deklaration. Wir haben also eine Oder-Semantik. Die Beschreibung und Angaben innerhalb einer Deklaration müssen alle angewandt werden. Das heißt Farbe Rot und Font Arial hier. Das heißt, wir haben eine Und-Semantik hier. Die Selektoren in CSS sind sehr mächtig und sehr vielgestaltig. Ich habe hier mal Selector Civil 4 Dokument aufgemacht und da sehen Sie, gehen wir zum Table of Contents, dass sich fast alles um Selektoren dreht. Ihre Syntax und Struktur, ihre Kombinierbarkeit und dann werden die verschiedenen Typen von Selektoren vorgestellt. Elementselektoren, Attributselektoren, sprachabhängige linguistische Selektoren, Ortselektoren, Aktionsselektoren, zeitabhängige Selektoren und so weiter und so weiter. Die wichtigsten Selektoren mit einfachen Beispielen stelle ich Ihnen jetzt vor. Dabei habe ich in der Beschreibung hinter dem Selektor direkt den Link zu dem Dokument, was ich eben geöffnet hatte, untergebracht, sodass Sie die Anwendung dieses Selektors am Beispiel auch nochmal in dem Dokument nachschlagen können. Wie der Name sagt, beziehen sich Elementtyp-Selektoren auf Elementtypen, hier auf das Element H1. Für eine Überschrift H1 soll die Farbe Rot gewählt werden. Attributselektoren beziehen sich auf Attribute in bestimmten Elementen. Hier wird zum Beispiel definiert, dass in einer H1-Überschrift der Sprache Französisch die Farbe Rot gewählt werden soll. Klassenselektoren sind ein sehr flexibles Prinzip für Sie, um Ihre eigene Beschreibungssprache zum Rendern einzuführen. Sie erfinden sich Ihren Klassennamen und definieren dafür das, was zu tun ist, hier zum Beispiel die Farbe auf Rot setzen. Und Sie können diese Regel überall da anwenden, wo Sie das Attribut Class mit Ihrem Klassennamen einfügen. Ist eine Klasse nicht weiter spezifiziert, wie hier, dann kann diese Vorschrift überall eingesetzt werden. Hier sehen wir eine Spezialisierung für diese Klasse nur für H1. Sehr spezielle Deklarationen können Sie mit einem Identifier versehen. Das heißt, Sie werden nur dort aktiv, wo genau dieser Identifier im Tag beschrieben steht. Neben diesen Selektoren, die physisch im Text sich verorten lassen, gibt es auch Selektoren, sogenannte Pseudoselektoren, die mit der Zeit, mit einer Aktion oder anderen Dingen zu tun haben, die man nicht im Dokument selbst manifestiert sieht. Pseudo-Klassenselektoren, wie zum Beispiel Visited, fragen, ob hier in diesem Fall ein Anchor schon geklickt worden ist.
Pseudo-Element-Selektoren, hier als Beispiel, von einem Paragraph First Line, wird dann aktiv, wenn es sich um die erste Zeile eines P-Elemente handelt. Und schließlich, Selektoren können auch kombiniert werden. Hier mal als Beispiel H1 und EM. Wenn innerhalb eines H1-Elementes auch noch ein EM auftaucht, so ist das eingeschlossene Wort oder der eingeschlossene Text mit der Deklaration hier zu behandeln. Verwechseln Sie diese hier mit unverknüpfte Kombination von H1 und EM nicht mit dem Zusammenfassen von Selektoren, die alle die gleiche Deklaration haben. Das, was Sie hier sehen, heißt H1 oder H2 oder Table erfahren das Rendering, was hier in dieser Deklaration rechts beschrieben steht. Unter kombinierte Selektoren fällt auch, wie hier unten, insbesondere die Spezifikation von Nachbarschaftsbeziehungen im Dokumentbaum. Zum Beispiel das Leerzeichen für ist Nachfolger von, das große Zeichen ist Kindknoten von, die Tilde ist Geschwisterknoten von. Sie haben ja gelernt, dass das HTML-Dokument eine feste Struktur hat. Es gibt einen Head und es gibt einen Body und die sind beide eingeschlossen von dem HTML-Elementtyp. Jetzt kann man aber mit Klassenselektoren die Einführung neuer Elementtypen emulieren. Klassenselektoren waren diejenigen Selektoren, die Sie mit Class spezifizieren. Sie erfinden einen bestimmten Namen oder verschiedene Namen und legen dafür Layout-Dinge fest. Dieses Prinzip können Sie kombinieren mit den funktionslosen HTML-Typen Div und Span. Beide bringen von Haus aus keine Funktionalität mit. Mit Div klammert man Dinge, die im V-Mode, also die im Block-Element-Typ sind. Mit Span klammert man Elemente im Textfluss. In diesem Beispiel sehen Sie ein Dokument, das hat ein globales Stylesheet definiert im Head. Und zwar wird hier eine Klasse myH1 deklariert und dafür wird eine bestimmte Schriftart und eine Farbe festgelegt. Sie können jetzt diese Klasse direkt benutzen, myH1, und das in einem Blockelement, hier in dem Div, das Blockelement ohne Funktion anwenden und haben quasi so Ihren eigenen Überschriftstyp definiert. Sie sehen, man kann also mit diesem Konzept die ganze Semantik von HTML aushebeln, indem Sie Ihr eigenen Dokumentart über Klassen und dann Div- und Span-Elemente darüber legen. Genau aus diesem Grund warnt das W3C auch vor der übertriebenen Nutzung dieser Möglichkeit. Die intendierte Semantik selbstdefinierter Klassen ist für Außenstehende oft nicht erkennbar. CSS-Deklarationen können sich auf nahezu alle Aspekte der Dokumentgestaltung beziehen. Maßeinheiten, Schrift, Farben, Listen, Tabellen und so weiter. Es macht Sinn, dass Sie sich mit bestimmten Spezialitäten hier vertraut machen. Es wird unterschieden zwischen absoluten Maßeinheiten und relativen Maßeinheiten. Die können sich auf Elemente in der Nachbarschaft beziehen, auf den Browser und so weiter. Wichtig ist auch das Verständnis für das Box-Modell. Ausgehend von Ihrem Inhalt, der eine bestimmte Breite und Höhe hat, können Sie ein Padding, einen Innenabstand zu einem Rahmen, den Sie auch angeben können, dessen Dicke Sie angeben können, dessen Abstand wiederum zu einem nächsten Element daneben oder darüber, dem Margin, angeben können.
Das Boxmodell ist auch sehr gut in den Quellen beschrieben, die ich hier für Sie verlinkt habe, hier beim W3C, Self-HTML oder beim Mozilla Developers Network. Wir sind nun in unserer Kompaktdarstellung jetzt beim Layout angekommen. Das Rendern eines Dokumentes erfolgt auf einer quasi unendlich großen Zeichenfläche, auch Canvas genannt, und der Viewport, der zeigt einen Ausschnitt auf dieser Zeichenfläche. Die Elemente, auf die der Viewport dann schaut, die werden mit einem sogenannten Visual Formatting Model gelayoutet. Da gibt es verschiedene Dinge, bestimmte Flusspatterns, bestimmte Möglichkeiten, das Layout zu gestalten. Mit den Display und Position Properties im Deklarationsteil der Regeln steuern Sie das Visual Formatting. Wir kommen nun zur Verarbeitungsstrategie von Cascading Style Sheets. Input ist ein HTML-Dokument. Das wird dann aufbereitet, also geparst, eine entsprechende Datenstruktur dafür angelegt. Und dann danach folgt der CSS-Prozessor. Der CSS-Prozessor nimmt so ein Stylesheet und wendet die darin enthaltenen Regeln auf den DOM, auf den Dokumentbaum, der ist das Ergebnis des Parsing-Prozesses, an. Und zwar in Pre-Order-Reihenfolge. Pre-Order-Reihenfolge heißt, ich habe das auch nochmal verlinkt, dass wir uns erst um den erreichten Knoten, dann um den linken Teilbaum darunter und dann um den rechten Teilbaum darunter kümmern. Sehen das hier? Note Left Right. Genau das spiele ich jetzt mal durch. Wir starten hier am Wurzelknoten, in links, bearbeiten den Knoten, dann wieder links, bearbeiten den Knoten, dann wieder links und dann sind wir am Ende angekommen. Wir machen Backtracking zu der Stelle zurück, wo es noch eine Alternative gab. Das ist hier. Dann geht's rechts, wieder Backtracking. Dahin, wo es noch eine Alternative gab, das ist hier, jetzt wieder rechts, links, Backtracking, rechts, Backtracking, Backtracking, Backtracking. Sind wir an der Wurzelknoten wieder angekommen, der ganze linke Teilbaum ist abgearbeitet, jetzt kommt der rechte Teilbaum dran, Knoten wird wieder verarbeitet, dann links, zurück, rechts, zurück, zurück. Genau das macht der CSS-Prozessor jetzt. Er guckt sich in Pre-Order-Reihenfolge jeden Knoten an. Diesen, dann diesen. Bleiben wir mal bei dem letzten Knoten hier. Für jeden Knoten, den er sich anguckt, guckt er dann im Stylesheet nach, gibt es Regeln, die matchen. Und das mal hier oben angedeutet, sollen zwei matchende Regeln sein. Dann wählt er entweder beide aus, wenn er sie beide anwenden kann, und im Konfliktfall die spezifischere. Das heißt insbesondere, dass das Dokument den Programmfluss steuert. Unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Regeln im Stylesheet stehen,
Das Dokument wird in Pre-Order-Reihenfolge verarbeitet und jeder Knoten, der erreicht wird, für den werden alle passenden Regeln herausgesucht. Das heißt, die Pre-Order-Reihenfolge definiert den Programmfluss. Hier noch etwas zur Vererbung. Angenommen, der Buddy-Knoten hier oben, der hätte die Farbe Black, die wird weitergegeben. Der Ein-Kind-Knoten hier UL hat das Fundgewicht Bold, das wird auch weitergegeben. Und dann hat man eben Black und Bold hier. Und wenn jetzt an einer anderen Stelle, wie hier, Rot vorgegeben wird, dann folgt das Rot ja später, es ist also spezifischer, es ist weiter unten im Baum. Somit ist das Ergebnis Fett und Rot. Ja, Fett wurde ja nicht überschrieben, Rot hat Schwarz überschrieben. Wie bereits am Anfang gesagt, gibt es beim Rendern eines Dokumentes eine Reihe von Stylesheets, die herangezogen werden können. Man unterscheidet sie nach Herkunft, Medium, Spezifizität. Hier wird jetzt dargestellt, dass es ein Browser-Stylesheet gibt, das wird immer verwendet, ein Benutzer-Stylesheet, das können Sie festlegen, und Autoren-Stylesheets, die die Macher der Seite sich überlegt haben. Ein Browser-Stylesheet habe ich hier mal verlinkt. Weil in der Regel eine Reihe von Stylesheets beim Rendern eines Dokumentes herangezogen werden, lassen sich Konflikte nicht vermeiden. Regeln lassen sich durch Angabe von Important deshalb gewichten und Konflikte werden dann mit Rücksicht auf Ursprung und Gewichtung gelöst. Zuerst kommen die Important-Regeln aus dem Benutzer-Stylesheet, dann die Important-Regeln aus dem Autoren-Stylesheet, dann normale Regeln aus diesen beiden Stylesheets und dann kommen Regeln aus dem Browser-Stylesheet. Bestehen immer noch Konflikte, so werden diese mit Rücksicht auf Spezialisierungsgrad und Reihenfolge gelöst. Der Algorithmus zur Stimmung der Regelspezifität, den sehen Sie hier, zählt erst die Anzahl der ID-Selektoren, dann die Anzahl der Klassenselektoren, dann die Anzahl der Typ- und Pseudo-Element-Selektoren. Und diese drei Zahlen, A, B und C, die schreibt man hintereinander und diese Zahl interpretiert man dann wiederum bezüglich ihrer Größe und erhält damit eine Rangfolge. Das kann man sich hier mal angucken. Hier ist eine Anwendung, hier können Sie irgendeine URL eintragen. In dieser URL werden dann gemäß des Algorithmus die IDs, die Klassen und die anderen Elemente gezählt und dann entsteht hieraus eine Zahl, hier 013 und hier 112. Wenn wir das jetzt sortieren lassen, dann sehen Sie, 112 gibt eine höhere Zahl und dann wird damit insgesamt höher als 13 gerankt. Wie zuvor bei HTML habe ich Ihnen auch hier die besten Quellen für CSS zum Nachlernen und Nachschlagen zusammengestellt und damit schließt auch diese Unit aus dem Kapitel der Dokumentsprachen ab.